würde ich euch vorstellen, das ist, dass wir häckseln. Wir häckseln was, dass wir schnell was häckseln können. Das habe ich auch öfter schon mal bei anderen Geräten vorgestellt. Und hier muss man ein bisschen sich einfummeln, weil die Geschwindigkeit ist sonst immer 1000 Anfang, 1000 oder 1500 Anfangsumdrehung. Bei Bianco ist es jetzt hier 400 und natürlich auch die 1500. Aber das müssen wir so ungefähr rausbekommen, wann ist das? Ich glaube, das ist so zwischen 4 und 8. Ich muss auch ein bisschen gucken, wie wir das jetzt häckseln. Aber damit ihr seht, wie kann ich denn hier flott was häckseln? Hier habe ich jetzt einfach Lauchstange, ne? Paul. Also ist ja nicht Lauchporridge. Knollensellerie, dann Mohrrübe, Pastagnacke ist dabei, sonst mache ich auch noch Zwiebeln dabei, die sind jetzt hier nicht dabei und noch ein Stück direkt Stammsellerie habe ich auch dabei. Okay, ja, würde ich hier manuell machen, also nicht mit einem Programm. Jetzt muss ich mich selber erstmal hier so ein bisschen einfummeln, nicht wundern. Also hier kann ich ja das Manuelle einstellen. Ja, also das heißt, eine Zeitabfolge muss ich jetzt hier auch einstellen. Und dann dahinter stelle ich jetzt die Geschwindigkeit. Ihr seht schon. Ich würde so ungefähr bei 4, 5 wäre das für mich so das Häckseln. Gucken wir uns an. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Der Gegendruck ist immer dieser Schlüssel. Bei dem Porridge würde ich fast sagen, mehr. Ich würde auch immer mit der Zutat anfangen, die schwieriger geht. Das wäre jetzt hier auch der Porridge. Dieses Maß, wie lange ist das zerschnitten, dass das dauert ein bisschen? Ein Stück Staudensellerie dabei. Vorschneiden ist wichtig. Und dann in der richtigen Reihenfolge reingehen. Die Zeit ist abgelaufen, ne? Also, ich stelle jetzt ein bisschen mehr ein. Und wir waren bei was waren wir? 5, 6. Grobstückig sein und klein und so weiter. Ich zeige euch das sofort. Hole euch das gleich ran. Hier ist die 4 und hier ist mehr die 6. Da mache ich jetzt Salz zu und dann fülle ich das ins Glas und dann kommt es in den Kühlschrank. Sogar. Da muss man jetzt gucken, wie viel Salz man drauf macht, damit das konserviert wird. Und das kommt dann in den Kühlschrank. Und dieses Glas kann ich bestimmt ein halbes Jahr benutzen. Das werden hier jetzt mehrere Gläser. Kriegt die Nachbarschaft wieder was an? Und die Familie? Ist auch eine große Menge. Da kommt ein kleiner Teelöffel, ne, zu. Wenn ich jetzt meinen Reis oder ein Risotto mache, besser gesagt, und meine Pfannen, dann kommt da immer ein kleiner Teelöffel zu. Das ist schön würzig. Mm.